Das Gesundheitssystem vor dem Aus. Neue Gesetze sollen gravierende Einschneidungen in unserem Gesundheitssystem bringen. Darum geht es in dem heutigen Video und es gibt da sicher einige spannende Sachen, was uns Amira dazu zu sagen hat. Ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Mein Name ist Lydia Gruber. Ich freue mich, dass du dabei bist. In Österreich soll ein neues Gesetz verabschiedet werden. Und zwar, bisher hat man zu einem Privatarzt gehen können und konnte diese Rechnung einreichen und hat dann den Kassenanteil retour bekommen. Das war meistens dann so um die 75 bis 80, manchmal sogar bis zu 85%, was man refundiert bekommen hat. Das soll nun kippen. Eine Krankenkasse in Österreich möchte in Zukunft nur mehr Kassenärzte bezahlen. Also als Privatarzt, wenn man einen Privatarzt braucht, muss man das zu 100% selber zahlen. Dieses neue Gesetz ist in der Gesetzesvorlage vorgesehen und soll jetzt durchgesetzt werden. Was das bedeutet, brauche ich euch kritische Zuschauer wahrscheinlich nicht zu sagen, denn Kassenärzte sind dann wirklich einfach total an die Pharmaindustrie gebunden. Nur diese Produkte dürfen mehr verkauft werden. Abweichungen führen zu Lizenzentzug der Ärzte, was wir ja jetzt schon in dieser Corona-Zeit erlebt haben, dass mehrere Ärzte oder viele Ärzte die Lizenzen verloren haben, wenn sie zu kritisch waren, wenn sie zu alternativ unterwegs waren. Also die Klammer soll sich enger ziehen und es ist schon sehr beunruhigend, wenn man solche Sachen, die da still und heimlich an uns vorbei einfach beschlossen werden sollen, geschehen. Wahrscheinlich in Deutschland, wenn das bei uns durchgeht, wird das auch bei euch kommen. Und ja, im Moment haben wir, wie Amira gesagt, in Österreich so eine Vorreiterstellung. Kommt bei uns die Impfpflicht, kommt sie auch in Deutschland und in anderen Ländern. Fällt bei uns das, geht das bei uns durch mit den Ärzten, wird das wahrscheinlich auch in anderen Ländern dann kommen. Bitte jetzt nicht beunruhigt sein. Amira hat nach wie vor, sagt nach wie vor, Impfpflicht kommt nicht. Wir setzen da alles daran. Und wie gesagt, ihr Lieben da draußen, alle die geimpft sind, auch ihr wollt sicher nicht, dass ihr gezwungen werdet zu einer dritten, vierten, fünften Impfung, wie wir jetzt sehen bei Omikron. Wirkt die Impfung ja definitiv nicht, sind laut Statistik in Österreich mehr als 95% der Omikron-Erkrankten doppelt Geimpfte oder mehrfach Geimpfte. Also man weiß mittlerweile, dass die Impfung ja eigentlich keinen Nutzen hat, aber sehr, sehr viel Schaden. Und die Impfschäden, die gemeldet werden, werden immer mehr. Und ich habe ja eine naturheilkundliche Praxis, also eine Praxis, sage ich mal, energetische Praxis, die sich aber auch mit Naturkunde sehr beschäftigt. Und da muss ich wirklich feststellen, dass diese Impfschäden wirklich jetzt sprungartig ansteigen, insbesondere jetzt nach der dritten Impfung. Da kenne ich fast niemanden mehr, der nichts hat. Also ein paar Ausnahmen gibt es. Aber wie gesagt, ein Großteil der Leute leidet da jetzt wirklich und hat auch ähnliche Symptome. Ich rede jetzt nicht von den richtigen Impfschäden, ich rede einfach von den Symptomen, die ähnlich dem Long-Covid sind. Also schauen wir mal, was Amira da jetzt zu sagen hat zu diesem neuen Gesetz. Wird das kommen und gibt es da einen Ausweg? Wie soll das Gesundheitssystem der Zukunft ausschauen von Sicht der geistigen Welt? Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ihr wahrscheinlich auch. Ich begrüße euch, ihr Lieben. Ich habe heute einen Experten mitgebracht
auch in unseren Dimensionen hat jedes Wesen ein eigenes Spezialgebiet. Und daher möchte ich heute das Wort an jemanden übergeben, der, ihr würdet sagen, Gesundheitsminister in unseren Bereichen ist. Ich habe euch beim letzten Mal schon erklärt, dass in diesen höheren Dimensionen diese Gremien sind, wie das auf diesen Planeten funktioniert, die einfach diese Dualität schon großteils überwunden haben, wo das schon sehr gut funktioniert, das Miteinander und das wirklich zum Wohle aller bestimmt wird, dass da wirklich ganz sinnvolle Gesetze erstellt werden. Und ihr müsst verstehen, in noch höheren Dimensionen gibt es das eigentlich gar nicht mehr, denn die Menschen sind so, oder diese Wesenheiten besser gesagt, sind so erwacht, dass es keine Gesetze mehr geben muss. Das wird dann alles energetisch über das universelle Prinzip funktioniert das. Und da ist auch in diesem Bewusstsein dieser sehr, sehr weit entwickelten Lichtwesen gar keine, wie soll ich sagen, das gar nicht mehr vorgesehen, dass man nach Gesetzen leben muss, weil es selbstverständlich ist, dass wir alle eins sind und jeder zum höchsten Wohle auch der anderen agiert und denkt. Also wie gesagt, da ist es nicht mehr notwendig, aber in sehr vielen Systemen, die viel besser funktionieren, als es hier auf der Erde ist, gibt es eben noch diese Gremien und da gibt es auch einen Ausschuss, wo wirklich Experten auf dem jeweiligen Gebiet dann zum Wohle aller agieren. Und daher werde ich dann das Wort übergeben. Vorher noch allgemein zu deiner Frage, zu diesem Gesetz. Es könnte sein, dass das ganz kurz durchgeht. Das Gesetz wird aber dann wieder fallen, weil ja der Protest sehr, sehr groß ist im Nachhinein. Es wissen leider zu wenig Menschen, dass das jetzt im Laufen ist, da er ja auf allen Fronten im Moment konfrontiert werdet. Und das geht irgendwie unter und darum wird es auch gemacht, so durch die Hintertür dieses Gesetz durchschleusen. Also es könnte sein, dass das kurz durchgeht. Aber wie ich schon gesagt habe, die Regierung, vorige Woche, die Regierung wird stürzen und die wird sich nicht halten. Es wird zu Neuwahlen kommen und im Zuge dessen wird auch dieses Gesetz wieder hinausgeschmissen sozusagen. Also habt da jetzt bitte keine Angst. Es wird, wenn es kommen sollte, dann nur für ganz kurze Zeit, für 2-3 Monate maximal. Also macht euch da keine Sorgen und da wird dann diese Übergangsfrist greifen und es wird dann auch so sein, dass die Rechnungen, die da, die Privatarztrechnungen, die angefallen sind, dass man die dann rückwirkend noch einreichen kann für diese Übergangszeit. Sollte es kommen. Also wie gesagt, vielleicht kann es noch abgewendet werden, aber das ist von der Energie jetzt nicht hundertprozentig fix geschrieben. Manche Sachen kann man sagen, da geht es um das Erwachen der Menschen, um das Kollektiv und darin können wir lesen. Also diese Vorhersagen, die ich euch da immer sage, das ist kein festgeschriebenes Gesetz, sondern ich lese in dem Energiefeld der Erde, das ist so wie ein Computer, wir lesen das aus und da können wir dann Hochrechnungen machen und daher können wir gewisse Sachen mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit vorhersagen. Aber das sind einfach die Energien, die da sind. Und wir sehen natürlich auch, welche Energien können wir noch einbringen, die lichtvollen Wesenheiten
und wie wird das relativiert und so weiter. Und daher kann man da schon sehr präzise Sachen sagen. Wie gesagt, was das anbelangt, das ist noch nicht geschrieben. Wir haben kommen sehen, dass in diese Richtung jetzt auch sehr stark gearbeitet wird von der Dunkelheit, um weitere Angst zu schüren, um die Menschen jetzt mit allen Mitteln noch in diese Sklavenprogramme, in die ihr ja schon drinnen seid, noch tiefer hineinzudrücken, euch noch mehr in die Angst und die Depression zu führen. Doch wie gesagt, diese kurze schwarze Phase, da müsst ihr jetzt durch. Planet Erde geht jetzt durch diese... Bei einer einzelnen Person würden wir es jetzt nennen, die dunkle Nacht der Seele. Aber jetzt geht das ganze Kollektiv, die ganze Erde geht da jetzt durch diese dunkle Nacht der Seele. Und dieser Prozess ist wichtig, denn die dunkle Macht, die jetzt noch mehr Chaos, noch mehr Angst, noch mehr Druck verursacht, führt dann zu diesem, aus diesem Alten, was nicht funktioniert, wo das, was dann viele Menschen erkennen, kann dann wirklich eine neue Gesellschaft erwachsen und da kann dann wirklich Neues hervorkommen. Und ja, das ist wichtig, dass ihr das versteht, denn diese Fragen, die da aufgetaucht sind jetzt in Lydias Forum, stimmt das jetzt nicht, was du gesagt hast? Du hast gesagt, es gibt dann auch eine andere Erde mit einem anderen Bewusstsein. Ja, das stimmt alles, was ich gesagt habe. Es wird auch so kommen. Seid da bitte jetzt im Vertrauen. Aber diese dunkle Phase, die müssen jetzt sehr viele von euch noch miterleben. Auch die, die sich als Helfer bereitgestellt haben, die bekommen dann, wie ich damals schon erwähnt habe, eine besondere Schulung, eine besondere Information. Wir holen euch dann zum Teil in der Nacht, wir haben schon vor Monaten damit begonnen, aber ihr könnt euch nicht daran erinnern, am Tag mit eurem Tagesbewusstsein, weil da gewisse DNA-Sequenzen noch aufgemacht werden müssen. Und die Schulung hat begonnen. Ihr werdet da schon immer wieder hinübergeholt auf die neue Erde und ihr werdet wirklich die Vorreiter, das sind nur wenige, die werden auch jetzt in den nächsten Monaten sich erinnern können, zum Teil auch physisch hinübergeholt werden. Das geht dann durch einen Prozess, durch Innererde. Aber das müsst ihr jetzt nicht verstehen. Und gemeinsam werdet ihr dann schon noch diese Phasen der Dunkelheit erleben. Aber immer mehr von euch werden da dann geschult werden, werden hinübergeholt. Und dann, wenn es ganz eng wird, aussichtslos erscheint, dann beginnen wir wirklich mit der Evakuierung, wenn notwendig. Und ihr werdet dann, die Dimensionen werden sich trennen und ihr werdet dann auf die neue Erde gebracht. Also es geht wirklich niemand verloren. Wichtig ist jetzt in dieser Zeit, dass ihr im Vertrauen bleibt, dass ihr da jetzt nicht in der Angst drinnen bleibt. Und da werde ich euch jetzt wirklich immer unterstützen. Ich kann euch empfehlen, macht mit bei diesen Petitionen, aber horcht euch keine Nachrichten mehr an. Da wird jetzt nur mehr Angstprogramm geschürt. Da werden so viel Fehlinformationen hinausgebracht. Versucht euch da medial komplett zurückzunehmen. Auch versucht auch die Zeit, die ihr am Handy verbringt, zu reduzieren. Schaut, dass ihr in die Natur geht. Schaut, dass ihr euch da wirklich rauslöst aus dem Kollektiv. Und ja, dazu werden wir eben raus aus dem Kollektiv. Da werden wir jetzt nächste Woche damit arbeiten. Ich wollte jetzt schon loslegen, aber wie gesagt, ich möchte dieses Thema, dieses Gesundheitssystem heute mit euch besprechen, weil ich eben einen Experten heute mitgenommen habe.
Und ich möchte jetzt das Wort übergeben. Bitte, Elias, sprich mit uns über dieses Gesundheitssystem, über das, was uns bevorsteht, über diese Zeit, die ihr schon hinter euch habt auf eurem Planeten. Vielleicht kannst du da den Menschen da einige Dinge sagen, was für sie jetzt wichtig wäre. Seid gegrüßt. Mein Name ist Elias, auf eurer Sprache übersetzt. Und ich komme aus einem Sonnensystem weit jenseits des euren. Aber unser Planet hat diese Entwicklung, die ihr hinter euch habt, schon vor Tausenden von Jahren vollzogen. Wir hatten eine ähnliche Konstellation, natürlich anders, aber trotzdem in manchen Punkten, die jetzt hier auf der Erde sichtbar sind, ähnlich. Wir haben uns ebenso wie ihr immer mehr von dem Natürlichen entfernt und Krankheit ist nichts anderes als Herausfallen aus der Ordnung, die Vollkommenheit verlassen. Und wie ihr ja wahrscheinlich wisst, jede Krankheit kann sich nur entwickeln, wenn auch der Nährboden da ist. Das heißt, es geht immer Hand in Hand, euer körperliches Befinden auch mit eurem seelischen Befinden, mit eurem Bewusstsein, also diese drei Komponenten, Körper, Geist, Seele. Ist die Seele krank? Ist der Geist nicht klar? Dann wird der Körper anfällig für alle möglichen Krankheiten. Und wie ihr da wieder rauskommt, ist natürlich Arbeit mit der Seele. Aber auch mit dem Geist, das ist eine Stufe darunter, wenn ihr in dieser kausalen Ebene des Geistes arbeitet, dann erkennt ihr viel größere Zusammenhänge noch, als eure Seelenebene oder die Astralebene erkennen kann. Da seid ihr dann wirklich angebunden an alles, was ist, quer durch alle Universen, Galaxien. Das geht dann weit darüber hinaus. Und in dieser Ebene, ich möchte es diese Gottesebene nennen, wird dann alles erlöst sozusagen. Aber nun zurück zur Basic. Wie wird das Gesundheitssystem aller Voraussicht nach auf dieser neuen Erde aussehen, die euch erwarten wird? Hier werden viele Dinge verändert werden. Es werden euch auch Technologien zur Verfügung stehen, die auch so unheilbare Krankheiten, die auch Krankheiten, wo es bisher überhaupt keinen Lösungsansatz auf eurer Ebene gegeben hat, mit dem wird das geheilt werden. Aber da ja Gott sei Dank nicht so viele betroffen sind von diesen ganz schweren körperlichen Krankheiten, ist es dann gar nicht notwendig, diese Technologien zu verwenden. Wie gesagt, es ist auch nur am Anfang, denn mit Veränderung, mit Heilung, vollständiger Heilung eurer Seele, Weiterentwicklung eures Geistes, hören sich ja dann auch diese Krankheiten auf, aber diese Technologie zur Spontanheilung von unheilbaren Krankheiten steht zur Verfügung.
Bei euch kursiert das unter dem Namen Medbetten. Das, was wir da verwenden, ist, sage ich einmal, noch viel präziser. Aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist jetzt auch nicht das Thema. Es geht bei euch, wird dann darum gehen, dass ihr erkennt, dass ihr untrennbar mit der Natur verbunden seid und alle Medikamente, die euch derzeit auch von der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt wurden, sind alles, was wirklich funktioniert hat, sind ja auch Auszüge aus der Natur. Aber da liegt das Risiko darin, denn in dem Moment, wo ihr trennt, ist dieser Seelenaspekt der Pflanze nicht mehr drinnen. Und auch Pflanzen haben Themen. Auch Pflanzen haben mit Krankheiten, mit Pilzen, mit Parasiten zu kämpfen. Das heißt, auch die sind in diesem Spiel der Dualität drinnen, sind anfällig für Umwelteinflüsse und haben da aber wunderbare, dass eben nicht in dieser Trennung, in diesem Trennungsprogramm so drinnen sind wie ihr Menschen, haben sie da auch Lösungen gefunden über ihre Seelenenergie, über diese Pflanzenseelenenergie. Und daher haben Pflanzen im Laufe der Zeit dann Inhaltsstoffe entwickelt, die diese Problematik im Hintergrund mitentwickelt haben. Und wenn ihr euch wieder mehr mit dieser Energie verbindet, da wird man in Zukunft feststellen, was die Alten schon wussten, für jede Krankheit ist auch ein Kraut gewachsen. Was aber entstehen wird, ist, es gibt noch ganz viele Kombinationen einzelner Pflanzen, die, wenn man sie zusammentut, solche Symbiosen bilden, dass man wirklich so gut wie für alles eine Kombination finden wird, die innerhalb kürzester Zeit alles heilen wird und kann. Die Ansätze sind ja bei euch auch schon sehr gut da mit diesen alternativen Heilmethoden. Das wird aber dann noch sehr gut weiterentwickelt werden und natürlich auch diese Medizin der Schwingungsenergie, wo einfach mit Frequenzen und Schwingungen gearbeitet wird. Das sind ja die Bewohner der Zentralsonne, also dieses Systems, wo die Zentralsonne ist, dieses Sonnensystem, der wahre Meister, die Plejadier, aber auch die Arcturianer. Da wird nur mehr mit reiner Schwingungsenergie gearbeitet. Aber bei euch wird in Zukunft beides verwendet werden auf der neuen Erde, da ihr ja noch feststoffliche Körper haben werdet, ist auch durchaus noch sehr sinnvoll, wenn ihr auch dann noch beides verwendet. Auch aus dem Grund, weil euch die Pflanzen helfen, dass ihr euch nicht getrennt mehr seht, Tiere, Pflanzen, Menschen, dieses liebevolle Miteinander, gerade die ersten Hunderte von Jahren, wo ihr dann auf der neuen Erde leben werdet, ist dieses Lernen, wir sind alle eins, noch ein Thema, dass ihr euch da wirklich lernt zu verbinden mit der Natur, auch mit den Tieren. Und da dieses Miteinander beinhaltet natürlich auch, dass die Pflanzen euch ihre Energie geben und ihr auch den Pflanzen etwas von eurem Geist, von eurem Spirit gebt, so ein harmonisches Miteinander. Derzeit ist es ja nur so, Pflanzen werden lieblos in Farmen geerntet, einfach ausgebeutet, ohne dass man sich bedankt, ohne dass man den Geist der Pflanze achtsam bittet, ich brauche bitte deine Heilkraft. Darf ich mir da etwas entnehmen? Es wird industriell aufgebaut und somit ist da die Seele
dieses große Potenzial, was die Pflanze in ihrem gesamten Spektrum hätte, geht dann verloren. Und das wird dann überhaupt nicht mehr so sein. Also es wird dann keine Pflanzenfarmen mehr geben, wo ausgebeutet wird, lieblos, sondern es wird wieder alles sehr individuell klein geschehen und mit Achtsamkeit, mit Liebe. Und da hat man natürlich dann mit kleinen Mengen eine große, große Wirkung. Das ist das eine, und es wird da auch sehr viel Forschung betrieben, und diese Medizin wird dann wirklich den Menschen, diese Informationen zur Verfügung stehen. Das Geldsystem, über das ich jetzt nicht sprechen werde, aber das wird dann alles nichts kosten, diese Naturmedizin. Es wird dann so sein, dass es da diese Heiler, diese Spezialisten, die sich eben mit dieser Thematik auseinandersetzen, wird es geben. Und diese Informationen werden weitergegeben. Viele Menschen werden geschult, wie sie diese Pflanzen nutzen können, wie sie diese Verbindung aufnehmen können zu den Pflanzen. Das wird dann alles kostenlos den Menschen zur Verfügung gestellt. Und es ist aber nicht so, dass sie auf dieser neuen Erde manche glauben, sie sind dann im Schlaraffenland. Es steht mir zu, dass ich alles gratis bekomme. Nein, so ist das nicht. Ihr werdet alles gratis bekommen, ja. Aber jeder muss sich mit seinen Talenten und Gaben natürlich in dieses System einbringen, denn sonst haben wir wieder keine Balance, und die Dualität hat euch dann wieder fest im Griff. Es wird zum Teil am Anfang noch getauscht werden, denn viele, auch die Erwachten, haben das noch nicht begriffen, um was es wirklich geht. Also die ersten 40, 50 Jahre wird es noch ein Tauschgeschäft geben. Aber dann ist das große Prinzip verstanden, wie es zum Beispiel auch bei uns mittlerweile funktioniert. Das heißt, ich brauche etwas, hole mir die Informationen, hole mir gegebenenfalls jetzt auch dieses Produkt, diese Tropfen, diese Globulis, diese Schwingung von den Leuten ab, die wissen, wie es geht. Und es ist nicht notwendig, dass ich jetzt genau diesen Personen etwas zurückgebe, tausche. Nein, sondern es ist mir klar, ich habe jetzt etwas bekommen, wo ich jetzt nicht die Zeit oder die Lust habe, mir diese Pflanzen selber zu suchen. Aber dafür gebe ich etwas in die Gesamtheit hinein, was ich jetzt gut kann. Ist das etwas vielleicht Handwerkliches, oder ich kann etwas gut mit meinem Geist erschaffen, oder ich bin ein Künstler und verschenke ein Bild, was auch immer. Also ich gebe etwas, aber das geht dann ganz harmonisch. Es wird dann so eine Art Wertesystem eingeführt. Aber das wird jeder innerlich wissen, was ist es mir wert. Ich bin aus der Ordnung herausgefallen, ich habe irgendetwas falsch verstanden, jetzt bin ich krank oder bin in einer schlechten Stimmung. Ich bekomme dafür ein Pflanzenmittel oder ein energetisches Mittel dafür. Jetzt geht es mir wieder gut. So, was ist der Wert dafür? Und ich erkenne dann aber auch das System dahinter. Warum habe ich das überhaupt bekommen? Und dieser Erwachungsprozess hat natürlich einen Wert. Und dafür gebe ich etwas in das System dann hinein, was für andere dann wieder kostenlos sich herausnehmen kann. Und das macht dann richtig Spaß jeden, denn jeder macht ja nur mehr das, was er gut kann, was er gerne macht. Also Arbeit ist dann nicht mehr mit Kampf ums Überleben verbunden, sondern es geht dann wirklich alles mit Leichtigkeit. Aber wie gesagt, die ersten 50 Jahre ungefähr, es kommt dann auf euch drauf an,
hat bei uns 50 Jahre gedauert, kommt, wie gesagt, kommt auf euch drauf an, hat das ja erst einmal alles entwickelt werden müssen. Das Bewusstsein hat so weit angehoben werden müssen, dass das auch jeder versteht. Wie gesagt, beim Umbruch wird auch noch getauscht werden, was auch für ein Aufrechterhalten des Systems am Anfang sinnvoll ist. Aber dann geht dann alles aus der Liebe heraus und nach 50, 60 Jahren hat das dann auch aufgehört, dass ihr krank werdet. Das geht dann ziemlich schnell, denn wenn ihr in der Ordnung seid, in der Harmonie, ihr nur mehr gesunde Sachen zu euch nehmt, gibt es auch keine Krankheit mehr und alle Gefühle, Emotionen, die dann trotzdem noch so ein bisschen in die Dualität hineingehen oder ein Unwohl fühlen, das wird dann immer relativ schnell und sofort mit Mitteln aus der Natur oder mit Energien behoben. Ja, ich hoffe euch da gute Inputs gegeben zu haben. Ich bitte euch schon jetzt, gerade in dieser dunklen Zeit, in der ihr euch jetzt befindet und die jetzt noch eine Zeit lang gehen wird, das war bei uns auch eine sehr schwierige Zeit. Es ist dann auch bei uns immer schlimmer geworden. Aber wir haben, das seid ihr auch gerade dabei, wir haben gerade in dieser Zeit begonnen, auf einer neuen Ebene zu sein. Wir haben eine Beobachterrolle eingenommen, wir haben gesehen, welch Dunkelheit im Feld ist, aber wir haben beschlossen, uns daraus zu lösen, nicht mitzumachen. Wir haben uns in dieser Zeit ganz bewusst mit lichtvollen, positiven Dingen unseren Geist beschäftigt. Und somit hat sich da gerade in dieser dunklen Zeit herauskristallisiert, wer diese Lichtarbeiter, wer diese lichtvollen Wesenheiten sind, die bereit sind, auf einer neuen, glücklichen Erde in Harmonie, in Liebe zu leben. Und es ist jetzt an dir, dich dafür zu entscheiden, da dabei zu sein. Und daher bitte ich dich, arbeite gerade jetzt, wenn es im Außen so zugeht, hart an dir selbst, dass du immer schaust, in der Mitte zu bleiben, in die Liebe zu kommen. Beschäftige dich auch mit Naturmedizin. Was kannst du jetzt schon für deinen Körper, für deine Ernährung tun? Gib die Verantwortung nicht ab nach außen. Erkundige dich selbst, suche dir einen guten Begleiter, einen guten Therapeuten, der dir da auch helfen kann, dass du deine Gesundheit auf Vordermann bringst, dass du entgiftest und, und. Also schau, dass du deinen Körper in eine höhere Schwingung bringst. Das ist auch ein wichtiger Prozess, dass du jetzt wirklich auch gut auf dich achtest und auch auf deine Seele. Seelenarbeit ist jetzt ganz, ganz wichtig. Deinen Geist befreist von diesen Begrenzungen und Mängeln, denn nur so kann wirklich Heilung geschehen. Und wenn du wirklich dieses Jahr ist ganz, ganz wichtig, für dich nutzt, da in die Gesundheit zu kommen, auch in die Gesundheit, in deine seelische Gesundheit zu kommen, und in deine geistige Gesundheit, indem du dich von allen Zwängen befreist, sondern wirklich ein freier Mensch wirst, dann wird dieser Übergang für dich leicht sein auf diese neue Erde und dann hast du auch deinen Teil der Verantwortung übernommen. Ja, und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und ich möchte dir noch energetisch etwas geben. Konzentriere dich bitte jetzt. Jeder, der diese Botschaft hört, kann jetzt in seinen Händen eine blaue Kugel manifestieren. Im Inneren der Kugel ist ein Symbol.
Dieses Symbol ist durch diese Kugel, die du jetzt hast, erschaffen worden. Darum ist sie sehr individuell. Es sieht bei jedem etwas anders aus. Es kann ein Zeichen sein, es kann ein kleiner Gegenstand sein, eine kleine Figur, ein platonischer Körper, ein Kristall. Es ist wirklich sehr, sehr individuell. Entnimm, ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Entnimm diesen kleinen Gegenstand oder diese Figur jetzt. Die blaue Kugel löst sich auf und das, was du jetzt erhalten hast mit deinem inneren Auge oder vielleicht kannst du es sogar spüren, das kannst du jetzt, wenn du möchtest, in deinen energetischen Körpern. Ich würde dir empfehlen, dass du es in deine Blaupause ablegst. Du kannst es jederzeit herausholen. Und was du damit machen kannst, ist dieser Gegenstand, dieses Symbol wird dir helfen, das ist so dein Kompass, wird dich ein bisschen unterstützen, bis du selbst so weit und permanent verbunden bist mit der göttlichen Quelle. Aber in dieser Übergangszeit, wo du noch Hilfe von außen brauchst, wird dich dieser energetische Kompass jetzt führen, dass du die richtigen Schritte unternimmst, dass du den richtigen Therapeuten findest, die richtige Medizin zu dir nimmst, das richtige Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer. Aber es wird dir eben bei deiner körperlichen Heilung helfen, aber es wird dir auch helfen, deine Seele zu heilen und wird dir Impulse geben, welche Methode für dich passt. Denn ihr seid ja individuell sehr verschieden. Was für den einen hilfreich ist, ist für den anderen nutzlos. Und so, das kann euch jetzt helfen, so dieses Jahr die richtigen Entscheidungen zu treffen, euch in der Entwicklung zu unterstützen. Dieses Symbol wird sich auflösen, wenn ihr vollständig erwacht seid. Also es ist jetzt kein Implantat, ihr braucht keine Angst haben. Implantate blockieren euch so gut wie immer. Es ist einfach ein Hilfsmittel, das, wenn es nicht mehr gebraucht wird, sich wieder vollständig auflösen wird. Ich ziehe mich jetzt zurück. Dann danke für die schöne Botschaft und dann bin ich gespannt, was nächste Woche da auf uns zukommt. Mein Name ist Lydia Gruber. Danke fürs Zuhören und sei glücklich!